packe meinen Koffer und nehme mit auf die Reise. Passt heute nicht, denn wir haben mehr als einen Koffer. Wir haben 7 Taschen und zwar mitgebracht von Sönke Gölz. Hallo Sönke, schön, dass du da bist. Hallo Tom. Von der Aqualung und 7 Taschen, unglaublich, eine komplett neue Kollektion, oder? Ganz genau. Das ist unsere neue Explorer-Reihe. Mhm. Jetzt seit ganz frisch 2016 ja. erhältlich. Und wie du siehst, in einem schön einheitlichen Design auf jeden Fall gehalten. Schaut klasse aus. Gehen wir sie doch mal einzeln durch. Mit was möchtest du anfangen? Mit dem Kleinen hier vielleicht? Weil das ist vielleicht mit dem Kleinen, genau. Also man sieht vielleicht schon diese etwas glatte Oberfläche. Das ist eigentlich ein Element, was in allen diesen Taschen wiederkommt. Das ist Tarpaulinplane. Das heißt, ein sehr, sehr robustes Material, quasi Persenning. Das heißt, wasserabweisend, leicht von Schmutz wieder zu befreien, sehr robust. Und wie gesagt, auch sehr edel, wie ich finde. Also sieht unheimlich toll aus. Wir haben hier einmal die kleine Atemreglertasche. Das heißt aber klein, also ich kriege da locker mein Atemregler-Set auf jeden Fall rein. Ja. In einer Sechseckform, weil ein Schlauch legt sich nun mal eher rund als um die Ecke. Und was wir auch auf allen Taschen eigentlich wiederfinden, sind immer diese kleinen Tauchapplikationen, die nochmal ganz nett oben drauf sind. Ich habe bei dieser kleinen Tasche noch einen Tragegriff dran. Schön gepolstert, sodass der Atemregler auch sicher verstaut ist. Perfekt, super. Nehmen wir die nächste. Hier, ein kleiner Trolley, glaube ich, ne? Genau. Hier haben wir einen kleinen Trolley für das Handgepäck, also auf Langstreckenflügen passt die Größe. Das heißt, ich kann hier bequem, wie gesagt, mein vielleicht auch ganzes Tauchequipment unterbringen, habe einen zweifach ausziehbaren Teleskopzug, habe sehr robuste Rollen unten angebracht, dass ich natürlich auch, wie gesagt, den gut beladen kann. Mhm. Angedeutet sind nochmal für Kurz- oder Reiseflossen so kleine Verstaufächer, die ich dann von innen einfach besser unterbringen kann, dass das Fußteil nicht so viel Platz wegnimmt. Und ansonsten für einen Kurzurlaub oder für das Handgepäck bei Langstreckenflügen eine tolle Reisetasche. Super. Nehmen wir noch die da vorne als nächstes. Ja. Hier haben wir unseren großen Seesack. Nimm es mal zu dir, ja. Genau, das ist unser großer Seesack. Einfach mal die Alternative für viele, die immer darüber klagen, okay, ich brauche eine große Tasche, aber die darf nichts wiegen. Das ist wirklich eine sehr, sehr leichte Tasche, trotzdem sehr robust, mit einem großen Innenvolumen von über 90 Liter. Das heißt, ich habe hier vorne draußen auf auch nochmal eine zusätzliche Tasche, wo ich noch Kleinkram mit unterbringe, auch das hier nochmal unterfächert. Auch noch mal mit Fächern, genau. Ich habe noch einen zusätzlichen Trageriemen für die Schulter dabei und ja, einfach eine sehr solide, leichte, große Tasche. Perfekt. Und wo wir schon bei Größe sind, wollen wir schon zum Größten oder machen wir erst die anderen? Wir gehen gleich zum Größten dann rüber, wenn er jetzt neben mir steht. Das ist natürlich so das Flaggschiff, die Explorer 1000. Hat insgesamt 140 Liter. Eine Menge. Genau, eine Menge. Das heißt, ich habe auch natürlich hier wieder einen Teleskopauszug, dass ich bequem den Trolley auch ziehen kann. Er hat diese gleichen sehr, sehr robusten Räder, die auch wirklich dann, denke ich, lange halten werden und ich auch einige Treppen damit runterfahren kann. Okay. Ich habe, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Innenvolumen und außen angebracht, speziell für Taucher, auch noch Flossentaschen, in die ich auch wirklich meine Flossen problemlos reinbekomme. Ich habe jetzt einfach mal unsere zum Beispiel größte Flosse mitgebracht, die X-Shot-Flosse, und die bekomme ich wirklich problemlos in diese Tasche rein. Habe natürlich noch eine zweite auf der anderen Seite, weil meistens hat man ja zwei davon. Okay. Und auch hier wieder dieses wiederkehrende Element der Tarpaulinplane. Ich habe hier auch noch zusätzlich so kleine Laschen extra mit drin, wo ich, wenn ich möchte, Karabiner dranhängen kann oder ein Bungee durchfädel, um zusätzlich was zu befestigen. Da ist der Fantasie dann quasi freien Lauf gelassen. Was auch immer. Genau. Also wirklich sensationell robust. Und jetzt kommen wir zu diesen Netztaschen, die ich ja auch ganz spannend finde. Vielleicht, oder das ist ein Rucksack, ne? Genau. Hier haben wir auch nochmal einen wirklich sehr, sehr großen Netzrucksack. Mhm. Gerade die Netztaschen, wenn ich halt noch nasses Material habe, kann ich es einfach mit reinwerfen. Dieser Rucksack hat auch über 90 Liter. Das heißt, ich habe da wirklich Platz. Ich kriege da meinen Nassanzug drin, meinen Atemregler und. Ich kriege da eigentlich meine komplette Ausrüstung rein. Für die Flossen ist vorne speziell ein Fach. Und das hält? Ich auch mal. Ah, okay. Das hält wunderbar. Da kann ich einfach die Flosse von oben reinstellen, das heißt mit verstaut, brauchst du sie nicht irgendwie separat in der Hand tragen und so weiter. Perfekt. Unten habe ich noch Löcher, wo das Wasser dann abtropfen kann. Super. Alles an alles gedacht und noch vorne ein Spritzschutz, geschütztes Fach, wo ich halt, wie gesagt, dann auch Kleinkram mit unterbringen kann. Ja. Super. Und dann haben wir nochmal einen Netz-Seesack? Genau. Oder? Das ist ein Netz-Seesack, ganz klassische Netztragetasche. Mhm. Dürfte vielleicht sicherlich vielen bekannt sein. Einfach eine leichte Variante, die ich auch sehr, sehr klein natürlich zusammenfalten kann.
Und ich kann meinen Namen draufschreiben. Und man kann den Namen draufschreiben. Das kann man übrigens auf jeder dieser Taschen. Da ist immer dieses Namensfeld nochmal vorgesehen. Und das ist mein Favorite. Den finde ich am witzigsten, weil das ist ein Trolley, ein Netztrolley, oder? Genau, das ist so eine Art Hybrid. Das ist eine Netztasche und Trolley in einem. Also für den, der sagt, okay, wenn ich meine ganze Tauchausrüstung drin habe, schön und gut, wiegt dann natürlich aber auch etwas. Das heißt, ich habe hier wirklich Platz, kann aber dennoch die Tasche bequem hinter mir herziehen. Perfekt. Gibt es noch irgendwelche, was für ein Material hatten wir schon? Gibt es die Dinge auch einzeln zu kaufen oder nur im Set? Nein, die gibt es natürlich auch einzeln. Gerne natürlich im Set, aber natürlich selbstverständlich. Da gibt es vielleicht den besten Discount-Preis. Genau. Wunderbar. Sönke, ich sage vielen Dank. Eine tolle Kollektion, Explorer heißt sie und gibt es ab sofort im Handel. Ganz genau. Wunderbar. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß damit.